Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Was machst du denn hier? Wieder cool. Fallout 76. Die Typen sind immer noch hier und wollen nerven. Wir haben noch einen Schlüssel des Bergbauarbeiters bekommen. Nice, noch mehr Quests. Ja, man muss dazu sagen, man muss Bethesda dazu gut halten, man hat immer etwas zu tun, also wirklich immer. Das ist nichts, wo ich sagen würde, ja gut, was mache ich jetzt, sondern ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. So, erstmal den gesamten Schrott. So, dann kommst du weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. So, Kleidung. Ja, komm. Alles weg. Okay. Oh nein, jetzt ist schon wieder einer da. Was? Habt ihr kein Leben oder was? Wo kommen die überhaupt alle her? Ich möchte mal gucken, ob wir an diesem komischen Gleiter Schaden machen. Wo ist der überhaupt? Weil wenn der weg ist... Also war eigentlich safe. Wo ist der? Oh, die fliegen jetzt weg. Ja, weil alle Gegner weg sind. Die kümmern sich hier um die Gegner oder was? Nee. Ich leider ein Red Wimmern. Ach Gott. Habe ich noch ein Heilmittel am Start? Die fliegen jetzt wirklich weg. Stimmt mit denen nicht. Ganz seltsam. Naja gut, kümmern wir uns um unsere eigene Scheiße. Okay, wir möchten auch einmal ganz kurz gucken. Wieso bist du nicht da, wo du sein solltest? Wieso habe ich noch einen davon? Und wieso habe ich noch einen davon? Die Geschenke nehme ich gerne entgegen. Ist ja gar kein Problem. Was ich aber machen möchte, ist Herstellung. Bohrstation habe ich. Ah doch, ich kann eine Bastelwerkstatt bauen. Nice. Können wir auch Munition herstellen. Nur das hier, für eine Baupläne. Cool. So, was haben wir denn hier so schönes? Ups, sorry. Munition. Was machen wir uns am besten? Ich sollte erstmal gucken. Also. 5,56 haben wir als Auswahl. Wir haben 308er Munition als Auswahl. Gut, das brauchen wir nicht. Den legen wir gleich wieder ab. Den benutzen wir dann wieder, wenn wir ihn brauchen. Ja, aber der war ganz gut für den Anfang. 308er Munition. Fast hätte ich ihn auseinandergebaut, um Munition herzustellen. So. Ich brauche mal wieder einen neuen Mikrofonständer, ey, der ist schon ziemlich durch. Der Munition, na gut. Das war jetzt nicht wirklich viel. Ich dachte, ich hätte für die Munition hergestellt. Ach, ist das meine Schrotflinte? Nein. Was zur Hölle habe ich für... Ich habe doch 308er Munition hergestellt. Habe ich nicht 308er Munition hergestellt? Doch.
Klar habe ich das. Wo ist meine Munition hin? Geil. Ihr habt Munition. Das muss ich mir gleich in der Aufnahme nochmal angucken. Das ist seltsam. So. Ja, 45er Munition, Freunde, die sammle ich. Weil wir eine Waffe haben in unserem Repertoire. Also mir wurde gesagt, hey Zero, du hast doch noch eine automatische Waffe, die benutzt 45er. Ja, aber wir haben auch eine andere Waffe. Da. Diese Waffe. Mit so viel Munition, Leute. Ich benutze definitiv keine automatische Waffe, wenn ich diese Waffe habe. In ein paar Leveln. Es ist schon bisschen Bescheid. Ich mache das jetzt nicht hier aus Jux, dass ich die Waffe, die 45er verwendet hat, auseinandergebaut habe. Ich werde sowieso keine Automatikwaffen verwenden, weil die so viel Munition fressen wie sonst was. Wirklich nur im äußersten Zweifel. Und wenn ich wirklich die Munition für nichts anderes nutzen kann. Ja. Apropos, für nichts anderes nutzen. Was haben wir denn? 5, 5, 6. Was habe ich denn hier so Schönes für Munition? Ich glaube, die brauche ich, ne? Die hier brauchte ich nicht. Okay, weil wir haben 1300 von der Munition und das dann mit einem Sniper. Könnt ihr euch vorstellen, warum ich diese auf jeden Fall nicht nutzen werde? Na gut, das ist in Ordnung. Die Truhe ist mal wieder fast voll. Gesamten Schrott einladen. Dann kann das hier rein und das hier kann rein. So. Kann man das ganze Erz hier reinpacken. Ach Gott, wir wiegen wieder so unendlich viel. Naja, gehen wir weiter. Hier ist ein merkwürdiger Schatten. Keine Ahnung, wo der herkommt. Na gut, Freunde. Machen wir weiter. Wir müssen Dinge abgeben. Level 35 brauchen wir. Wir sind jetzt 22. Wir sind bald 23, ne? Aber trotzdem. Mit 35 haben wir diese fette Sniper in der Hand. Mit über 2000 Munition dann schon. Also ich würde sagen, dann sind wir ziemlich safe für eine ganz, ganz, ganz große Weile. Ah, mein Auge. Wir haben was ins Auge bekommen. Was stand da im Wald? Das ist fruchtbare irgendwas? Irgendein Event wahrscheinlich. Ich dachte, du wärst gerade ein Spieler gewesen. Das sah so aus. Gib mir mal dein Beil, Freundchen. Gib mir mal dein Beil. An euch verschwende ich doch keine Munition, ey. Was soll denn das? Hier. Ja. Da. Meine Munition, ey, ist ja wertvoll. Kann ich nicht einfach so verschwenden. Komisches Mikro. Tonständer. Ding. Ich will euch gar nicht stören. Ich will hier nur vorbei. Adieu. Oh, ist drin. Spitzhacke soll besser sein, ja? Nehmen wir die Spitzhacke.
Hallo. Scheiß Wand. Willkommen zurück, Novizin. Nein, ich will die Anleitung nicht. Herstellungsdienst. Schwert von Bastet. Fehler. Was? Fehler? Ihnen fehlen die Komponenten zur Herstellung? Schwunganalysator? Stimme von Z? Wie mir fehlen Komponenten? Ach so, okay. Das ist eine Mod. Alter. Oh Gott, das nervt. Modifizieren. So. Wie, mir fehlt noch was. Töte verschiedene Kreaturen. Zwölf Schaden. Du weinst. Machen wir das halt, hä? Huh? So, was hab ich hingeworfen? Hallo Jungs! Ich brauche eure Hilfe! Kommt mal her! Hör auf zu schießen! Oh Gott, das dauert ja ewig! Okay, das sind viele! Entzieht euch! Irgendwie zählen die nicht, oder? Na gut, sind Humanoide, ne? Oh, du bist du ernsthaft legendär? Fühl ich mich hier halt hier durch mit. Da ist ein Legendärer dabei, den will ich haben. Au. Ah doch, es zählt! Oh, verdammt. Kann ich einmal damit zuschlagen? Okay. Dann das Schwert wieder. Hallo, Legendärer. Mach einen Legendärer mit diesem Schwert kaputt. Das heißt doch schon einiges. Das Schwert ist OP. Das Berserkers-Mistkabel. Mhm. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Schadensresistenz ist. Verschiedene Kreaturen, achso. Na gut. Wollen wir kurz die Mistgabel. Wo ist die Mistgabel? Da. Stufe 1, Schaden 29. Komm her, ich muss Schaden testen. Also wirklich, der Hammer ist das jetzt nicht. Komm, eigentlich können wir rausgehen, ne? Okay, wir müssen verschiedene Arten mit dem Säbel töten. Gehen wir raus. Gucken, was wir so Schönes finden. Das kann ja was werden, ne? Ja, zumindest haben wir jetzt schon mal einen Verbrannten. Boah, woher will die Maschine wissen, dass ich verschiedene getötet habe? Es ist halt Blut auf der Klinge und dann denke ich mir, ja, das waren verschiedene Dinge. Definitiv.
So. Gut, Mr. Säbel, ich hoffe, du hast es drauf. Jetzt laufen wir halt ein bisschen durch die Gegend und suchen. Es wird Spaß. Da hinten ein Bot oder so, ich weiß. Ah, da will ich eigentlich ungern hingehen. Das ist diese Kackbratze? Nee, das ist einfach nur ein Stück Holz. Ich könnte jetzt hin und her reisen und da hier und da eine Kreatur töten, vor allem am Anfang. Zweifel, dass es das irgendwas irgendwie großartig was bringen würde vom zeittechnischen her. Ah, guck mal den Stein. Ist das nicht toll? Wir folgen der Linie zum Schatz. Oh, er ist weg. Ja, guck mal, da hat jemand gebaut. Gucken wir doch mal vorbei, ohne irgendwas kaputt zu machen. Vielleicht mal kurz eine andere Siedlung angucken. Zählt das hier als Kreatur, wenn ich den hier kaputt mache? Großräumig. Definitiv. Die Mistgabel. Du hast ja bestimmt Werkstätten, ne? Ja, nice. Dankeschön, dass ich die benutzen darf. Ich habe gar keinen Schrott dabei. Aber Waffen. Okay. Was? 50 plus ein Glück. Ja gut, da nehme ich. Verschwindet einfach die Basis vor meinen Augen. Ja cool, nachtaktiv. Schadens- und Energieresistenz erhöhen sich bei Nacht und verringert sich bei Tag. Hm. Gratis-Stuff. Hat er sich gerade ausgelockt? Ich glaube, er wollte nicht, dass ich das benutze. So, sind hier irgendwelche Tierchen, die ich kaputt schlagen kann? Muss auch nicht viel sein. Keine kleine Kröte sein oder ein Glühwürmchen, so. Kleine Sachen, die sich nicht wehren. Darüber würde ich mich freuen. Kommt da plötzlich eine Todeskralle aus dem Boden. Pass auf. So wird's enden. Und dann werde ich sie mit diesem Spieß erdolchen. Ja, ich glaube ja nicht, dass... Ich laufe in die falsche Richtung. Wir machen das einfach mal so, ne? Wir reisen mal hier zur Vault-Tec. Und da sind wir im Anfangsgebiet und da sind ja richtig schön kleine Viecher. Ach, ich habe ja noch ein Level-Up. Danke für die Erinnerung. So, Stufenaufstieg. So, wir wollten Rüstungsmeister. Nee, da. Nein. Hacking muss ich auch mal wieder machen, ja. Ah, das ist auch nicht schlecht. Oh, es ist so viel, was man hier machen kann. Wir gucken uns mal um. Stärke. Haben wir was Neues hier? Deine Schrotflinten verursachen nur 10% mehr Schaden. Ja, ich will ja nicht ewig auf Schrotflinten skillen. Hier ist nichts Neues. Mit dem Profi-Rang-Gewehrschützen noch weiter ausbauen. Shams, die du konsumierst, wirken 30% länger. Ja, nö. Nicht der Wahnsinn. Charisma können wir komplett auslassen. Ja, ich wollte eigentlich meine Bude besser bauen, ne? Aber das wird wohl nichts. Hm.
noch nichts Neues. Beim Wiederbeleben eines anderen Spielers besteht eine Chance von 50%, dein Stimpack zu behalten. Das, wenn ich andere wiederbeleben möchte. Okay, dann gehen wir auf Intelligenz. Rüstmeister. Waffenschmied. Profi-Hacker. Ach, ich weiß auch nicht. Eigentlich muss ich den Hacker machen. Eigentlich muss ich den Hacker machen. Die Waffen sind aber auch cool, aber ich habe sowieso keine Munition dafür. Ich brauche Stufe 3. Bullshit. Na gut. Kümmern wir uns um ein paar Gegners. Ja, da ist doch eine Kreatur. Auch wenn es eigentlich ein Roboter ist. So, was schön mit dir. Ist das jetzt Kreatur? Bitte sag ja. Natürlich nicht. Du tötest ja auch eine Maschine nicht, du zerstörst sie. Oh doch, hat gezählt. Sehr schön. Ich nehme alles zurück, Spiel. Jetzt laufen hier die Vertibirds wieder durch, ey. Laufen. Fliegen. Man muss erstmal 6 verschiedene Kreaturen finden. Ich glaube, hier in der Anfangszone gibt es gar nicht so viele. Ah, guck mal, da ist ein Hundi. Hundi! Ich brauch dich. Guck mal hier. Ja, guck mal. Ja, guck mal hier. Ich hab was Feines für dich. Das macht keinen Schaden, ey. So, das war Nummer 3. Vielleicht finden wir eine Kröte oder so. Hund getötet. Bienen! Bienen! Jetzt komm her, Mann! So. Insekt getötet. Jetzt kann man den noch hier töten. 2 Stück brauchen wir noch. Ghoul. Das ist gut. Ghoul ist gut. Lauf nicht weg! Tschüss. So, fehlt nur noch eine Kreatur. Oder zählt die nicht? Ah, doch, da. Wilder Ghoul getötet. Okay. Nur noch eine Sache. Wir sind eine Sache entfernt von der ganzen Nummer. Ich muss jetzt hier durch die Gegend laufen und versuche, Kreaturen zu suchen. Ist ein Pilz, ne? Aber ein sehr auffälliger und großer Pilz. Den will ich haben. Oh ja, gut. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Die Verbrannten haben wir. Ein Bot vielleicht. Aber die Maschine kennen wir schon. Schade. Sonst hätte ich mich eingemischt. Bot. Ich
versuche gerade die Augen aufzuhalten, um irgendwas zu finden. Ich komme mir so armselig vor, wie so ein kleines Würstchen, das irgendwie schwache Tiere sucht, um es zu töten. Als wenn ich mit was anderem nicht klarkommen würde. Aber das Schwert ist Level 1. Das macht keine Ahnung, 10 Schaden, ey. Da kann man nicht viel erwarten. Wenn ich jetzt irgendwie einen Frosch oder ein Glühwürmchen oder so finden würde, das wäre perfekt. Eine Maulwurfsratte. Okay. Wir haben es geschafft. Ey! Es war doch nichts Persönliches. Wirklich. Da geht hier getötet. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. Bis wohin bin ich gelaufen? Ein Stück ab. Weiß heute, das ist noch eine Höhle. Okay, nein. Ich sehe, warum ich da noch nicht hin sollte. Okay. Dann gehen wir zuerst dahin. Und dann zurück. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach direkt unten im Keller und dann in einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.